Nach 5 Jahren ist es endlich soweit. Heute übergeben wir den ersten Zug an den planmäßigen Fahrgastbetrieb. Um dies zu erreichen, musste einiges in Bewegung gesetzt werden. Hier liegt der Hauptsitz von Stadler, in dem die drei neuen Zahnradbahntriebwagen von Typ ZT 4.2 gebaut werden. Das Unternehmen gilt weithin als Experte in der Herstellung von Schienenfahrzeugen und als Spezialhersteller für Zahnradbahnen weltweit. Nachdem das erste Konzept des Projektes 2016 entworfen wurde, startete 2019 die tatsächliche Konstruktion der neuen Generation von Fahrzeugen. Mein Name ist Thomas Schäfer, ich bin der kommerzielle Projektleiter für das ZAKE-Projekt. Wir befinden uns hier im Bussnang im Stadlerwerk, wo momentan die drei neuen ZAKE für Stuttgart produziert werden. Alle drei Fahrzeuge sind momentan in der Produktion. Mein Name ist Niklas Wiesent, ich bin technischer Projektleiter hier bei Stadler in Bussnang im Bereich TaylorMade, Spezial- und Zahnradbahnfahrzeuge. Wir fertigen hier den Rohwagenkasten der neuen ZAKE in Stahldifferenzialbauweise. In der Stahlschlosserei werden die einzeln angelieferten Bleche, Stahlprofile und vorgefertigten Frästeile zusammengeschweißt und anschließend zu einem vollständigen Rohwagenkasten zusammengesetzt. Die Schweiß- und Richtarbeiten am entstehenden Rohbau sind in vollem Gange. Nach einer genauen Qualitätsprüfung nimmt die SSB den Rohwagenkasten ab, sodass er im nächsten Schritt zum Sandstrahlen und Lackieren transportiert werden kann. Die Montagezeit beträgt weitere 4 Wochen. Dann werden die Drehgestelle untergesetzt und das Fahrzeug geht in die statische Betriebssetzung. Im weiteren Schritt bekommt der Zahnradbahnwagen sein Innenleben. Neben dem Einbau des Fußbodens, der Wärmeisolation und der Fenster sowie Türen werden insbesondere die elektrische Verkabelung und die dazugehörigen elektrischen Geräte eingebaut. Auch die Verkleidungsteile und Sitze für Fahrer- und Fahrgastraum werden montiert. Die neue Zahnradbahn, welche für die Beförderung von etwa 115 Personen ausgelegt ist, bietet 51 Sitzplätze. Neu ist der aus den modernen Stadtbahnen bekannte Mehrzweckplatz für Rollstühle und Kinderwagen. Doch nicht nur in der Schweiz wird alles in Gang gesetzt, um die neuen Zahnradbahnwagen für den Linienverkehr fahrtauglich zu machen. Simultan finden Umbauarbeiten an der Zahnradbahnwerkstatt in der Stuttgarter Filterstraße statt. Um an den neuen Fahrzeugen eine ungehinderte Wartung gewährleisten zu können, wird ein neues Wartungsgleis mit Dacharbeitsstand im Depot der ZAKE benötigt. Letzteres ist notwendig, da technische Komponenten auf das Fahrzeugdach verlagert wurden. Hallo, mein Name ist Marc Sterenborg. Ich bin Architekt bei der SSB und wir sind hier bei der ZAKE-Werkstatt, wo wir 2017 mit den Vorplanungen für das Umbauprojekt der Werkstatt begonnen haben, 2019 mit den Ausführungen gestartet sind und Mitte 2021 die Fertigstellung vollenden konnten. Eine Besonderheit, die wir hier haben, wir haben jetzt voll elektrische Hallentore voll verglast. Das bietet besseren Tageslichteinfall und unterstützt natürlich auch noch den Sicherheitsaspekt, dass man innen und außen Einblick dann hat. Damit die Zahnradbahnen die neue Halle befahren können, wird dort natürlich auch ein Gleis gebraucht. Die dafür benötigten Zahnstangen werden hierfür im SSB-Gleisbauhof in Wangen gefertigt. Sie müssen millimetergenau gefräst werden, damit Zahnräder und Zähne exakt ineinander greifen. Es entstehen schließlich 3 Stangen mit je 12 Metern, die in die Werkstatthalle eingebaut werden. Der Anbau ist breiter, länger und höher als die bisherigen Wartungsgleise. Neben dem neuen Dacharbeitsstand und der Fahrzeughebeanlage wird ebenfalls eine neue Brandmeldeanlage für Sachwert- und Personenschutz
eine Trafostation und ein Zutrittskontrollsystem verbaut. So kann der Umbau des Depots rechtzeitig fertiggestellt werden, damit der Anlieferung des ersten Fahrzeugs nichts mehr im Wege steht. Es ist soweit. Die letzte planmäßige Zacke des Linienbetriebes ist kurz nach 21 Uhr im Depot nahe des Marienplatzes eingerückt. Die Strecke ist somit frei. Die erste neue Zahnradbahn mit der Nummer 1101 kann gefahrlos angeliefert werden. Das neue Fahrzeug in einer Nacht- und Nebelaktion von dem Schwerlasttransporter auf die Schienen zu bekommen, ist nichts für schwache Nerven. Dies ist keine Routinearbeit und erfordert bei allen Beteiligten höchste Konzentration. Alle Sicherheitsstandards müssen akribisch eingehalten werden, damit niemand zu Schaden kommt. Ich denke, heute ist für die SSB ein großer Tag. Sie kriegen eine Zahnradbahnwaage. Und wenn man sich überlegt, dass man alle 40 Jahre einen Zahnradbahnwagen angeliefert wird, dann weiß man auch, was das für eine Besonderheit ist. Da wird der Zahnradbahnwagen runtergefahren und anschließend der Vorrat-Vorstellwagen wird ja auch noch runtertransportiert. Also ich denke, das geht schon bis heute Nacht 3-4. Da wird er dann in den nächsten Wochen in Betrieb genommen. Das heißt, da werden die Funktionen geprüft, zugeschaltet, getestet. In Stuttgart wird das Fahrzeug das erste Mal gestartet, damit die Bremsen beim Transfer in die Werkstatt gelöst werden können. Für alle ist dies ein spannender Moment. Beim Hersteller Stadler gibt es keine Probestrecke, die technisch so speziell wäre wie die Stuttgarter Zahnradbahnlinie. Daher sind Probefahrten nur in Stuttgart selbst möglich. Nach seiner Ankunft in Stuttgart darf das neue Fahrzeug aber noch nicht selbst fahren. Daher ist die alte Zacke 1001 an der Abladestelle erschienen. Diese schleppt den Neuling zunächst in den Betriebshof. Gespannt warten alle Beteiligten. Aber das Ankuppeln funktioniert ohne Probleme. Nach der ereignisreichen und erfolgreichen Anlieferung ist noch einiges zu tun. So muss das Fahrzeug zunächst noch auf Herz und Nieren geprüft werden, bevor es tatsächlich in den offiziellen Linienverkehr aufgenommen und die ersten Fahrgäste mitgenommen werden können. Mein Name ist Thibaut Walter. Ich bin stellvertretender Projektleiter für das neue Projekt Zahnradbahn und bin hauptsächlich für die elektrische Ausrüstung, elektrische Komponenten, also alle elektrischen Belange zuständig. Mein Name ist Detlef Martin, ich bin Projektleiter für unsere neuen Zahnradbahnfahrzeuge, die ja aus drei Fahrzeugen bestehen und drei neuen Fahrradwägen und sind jetzt seit 2016 daran, das Projekt zu bearbeiten und freuen uns jetzt, dass wir langsam der Betriebsaufnahme näher kommen. Neben der Fahrzeugleittechnik und den Funktionalitäten, die das Fahrpersonal betreffen, müssen der Antrieb, die Bremsen, die Klimatisierung, die Türsysteme und vieles mehr getestet und eingestellt werden. Kleinste Abweichungen und Fehler müssen dokumentiert und behoben werden, da diese im Linienbetrieb zu weitreichenden technischen Störungen führen können. Unsere Testfahrten müssen wir in der nächtlichen Betriebsruhe durchführen, weil wir den täglich stattfindenden Linienverkehr nicht aus dem Takt bringen wollen. Und im regelmäßigen Austausch mit Stadler, der das Fahrzeug ja produziert hat, die sind auch ständig vor Ort hier. Und mit denen können wir tagtäglich bei den Arbeiten, die wir ausführen und Probleme, die auftreten, eben ständig uns austauschen und das Fahrzeug immer weiter optimieren. Und deswegen kostet das eben auch noch mehr Zeit. Also das neue Zacke-Projekt ist für mich ein persönliches Highlight in meiner inzwischen 33-jährigen Karriere bei der SSB. Ich bin stolz darauf, dass ich daran teilhaben kann und es macht Spaß. Und ich freue mich schon darauf, das wirklich dann den Fahrgästen am Tag der Übergabe zu präsentieren. Unser neues Fahrzeug zeichnet sich für den Fahrgast durch vor allem erstmal den niveaugleichen oder stufenlosen Einstieg aus, den wir jetzt haben, sodass man ohne die bisher bekannten drei Stufen das Fahrzeug betreten kann und vor allem Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer auch mit dem Fahrzeug mitgenommen werden können. Besondere für das neue Fahrzeug ist natürlich der neue Fahrradvorstellwagen, der nun 20 Fahrräder und ein Lastenfahrrad transportieren kann. Im Anschluss an die Testfahrten wird das Fahr- und Werkstattpersonal in die Funktionalitäten des neuen Fahrzeugs eingewiesen. In der Fahrschule wird aber nicht nur die Bedienung des Fahrzeuges behandelt, sondern auch die Behebung von einfachen Störungen, die im laufenden Fahrgastbetrieb auftreten können.
Am 21. Juli 2022 wird der erste der drei Zahnradbahnwagen zugelassen. Michael Rosenberger vom Regierungspräsidium Stuttgart übergibt den Abnahmebescheid für die sogenannte Typzulassung an Thomas Moser. Diese Formalität kennzeichnet einen wichtigen Meilenstein hin zum offiziellen Linienbetrieb. Nur einen Tag später kann sich die interessierte Öffentlichkeit erste Eindrücke des neuen Fahrzeugs und des Fahrradvorstellwagens machen. Fans von jung bis alt bekommen hier die Möglichkeit, die neue Zacke an der Haltestelle Degeloch zu bewundern. Das Projektteam der SSB steht dabei vielen Fragenden Rede und Antwort. Auch wenn der Public Day vermuten lässt, dass nun aufgeatmet werden kann, jagt bereits ein Ereignis das nächste. Nachdem einige Monate zuvor die zweite neue Zahnradbahn angeliefert wurde, wird nun in einer weiteren nächtlichen Aktion die dritte und somit letzte Zacke aus der Schweiz nach Stuttgart transportiert. Da auch dieses Fahrzeug noch nicht selbstständig fahren darf, bringt der erste neue Zahnradbahnwagen den dritten Triebwagen sicher in die Werkstatt. Doch heute Nacht heißt es auch Abschied nehmen. Die Zacke Helene, welche seit stolzen 40 Jahren Stuttgarter und Touristen transportiert hat, verlässt nun endgültig das Gleisnetz. Die bereits zugelassene neue Zacke schiebt Helene zunächst nach Degeloch. Dort wird das Fahrzeug mit einer Seilwinde von den Schienen auf den Schwerlasttransporter geladen und in derselben Nacht zum SSB-eigenen Straßenbahnmuseum nach Bad Cannstatt transportiert. Hier soll das in die Jahre gekommene Fahrzeug ausgestellt werden. Am nächsten Morgen wird die Zacke auf das eigens dafür angelegte Hilfsgleis manövriert. Mit vereinter Kraft schieben die Kollegen das Fahrzeug in die Halle. Aufgrund der Zahnräder kann diese nicht auf einem regulären Gleis fahren, da sie mittig auf dem Boden aufsitzen würde. Ein Bagger schiebt die Zacke von hinten an und die Feuerwehr zieht sie mit einer Seilwinde zu ihrem endgültigen Abstellplatz im Museum. Mit letzter Anstrengung wird die alte Zacke auf dem dafür vorgesehenen Grubengleis in der oberen Halle abgestellt. Wer Helene in Zukunft begutachten möchte, hat nun im Rahmen spezieller Führungen die Möglichkeit. Am 8. Oktober 2022 um 13.30 Uhr ist es dann soweit. Es ist für mich ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich darüber, dass wir heute die Früchte unserer Arbeit der letzten 5 Jahre ernten dürfen. Jetzt werden die nächsten 2 Wagen in Betrieb genommen. Wir hoffen, dass wir der zweite Wagen ca. Ende Oktober, Anfang November in den Fahrgasteinsatz bringen werden. Und wenn die dann beiden Tagen laufen, dann werden wir einen von den alten Fahrzeugen von der Strecke holen, sodass dann auch der dritte neue Zahnradbahnwagen auf die Strecke kommt und auch in Betrieb genommen wird, sodass wir Ende des Jahres dann alle 3 neuen Fahrzeuge in Betrieb haben. Marienplatz wird die Zacke bereits von Fans und Bewunderern begrüßt. Stellvertretend für alle Fahrer und Fähige sind mit Wagenstücken für den Wagen 1152. Ich wünsche Ihnen Glück auf, wie es bei der Zahnradbahn macht. Das erste Fahrzeug beginnt, feierlich geschmückt, seinen Fahrgasteinsatz. Ich freue mich riesig, dass wir so weit sind, dass die Fahrzeuge fahren, dass wir zum Betrieb gehen. Und für mich als Vorstand ist das auch was ganz Besonderes, weil so Zahnradbahnwagen in Betrieb nehmen ist was ganz, ganz Seltenes. Im Frühjahr 2023
Wenn alle drei Zahnradbahnen in Linienbetrieb fahren, wird es die traditionellen Taufen geben. Hier bekommen alle Fahrzeuge einen Namen und ein Wappen zugeordnet. Damit wird das abgeschlossene Projekt gebührend gefeiert. Für dich, für Stuttgart, die neue Zahnradbahn. Bitte einsteigen.